Doch relativ zahlreiche Schienen sind für den Winter. Und ich freue mich auch, dass wir super durch die kalte Zeit gekommen sind. Denn jetzt beginnt bald wieder der Frühling und dann können wir auch wieder anfangen, unsere Bühne aufzubauen und auch wieder ein richtiges Programm zu machen. Was ich auch sehr positiv finde, ist, dass ich auch die letzten paar Wochen auch ganz neue Gesichter gesehen habe und den einen oder anderen habe ich gefragt und der hat gesagt, ja, ich bin einfach so übers Internet auf euch aufmerksam geworden und dachte, schauen wir es mal an. Und die Reaktion von den Leuten hat mir sehr gefallen. Also es ist wirklich so, dass die Leute, die einfach keine Lust mehr darauf haben, dass sie sich verarschen lassen oder die einfach keine Lust mehr auf Gewalt haben, die einfach wollen, dass sich in der Welt was ändert, dass sich die wirklich hier einfinden und nicht so wie befürchtet bei gewissen anderen Demonstrationen, wo sich doch auch andere radikalere Mächte einschleichen. Also wir sind doch ein sehr friedlicher Haufen und man versteht sich immer meistens sehr gut. Es gibt Meinungsverschiedenheiten, aber das ist, glaube ich, immer so, auch gerade wenn man das Volk sprechen lässt. Das ist ja gerade auch hier diese Veranstaltung, man lässt das Volk sprechen und da gibt es immer die unterschiedlichsten Meinungen und gerade das ist gut. Also ich finde es ja super, dass wir alle verschieden sind. Das ist ja kein Nachteil, das ist ein Vorteil. Wenn wären wir alle gleich, könnte man uns ganz leicht besiegen, beziehungsweise warum stehen wir denn hier, weil wir sind gegen dieses gleichgeschaltete System. Und ja, ich würde mich einfach freuen, wenn man sich im Sommer dann einfach wieder größere Veranstaltungen haben, wo wir auch wieder Essen mitnehmen, Foodsharing, wo man auch einfach länger den Tag verbringen kann, wo es einfach länger hell wird. Aber es ist einfach schön, dass trotzdem so viele Leute da sind. Danke. Thank you.